Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Wir schauen uns eine weitere Abituraufgabe zum Funktionsverständnis an. Und zwar haben wir die Funktion 1 minus 4x² geteilt durch x². Und die erste Aufgabe ist, man soll die Asymptoten dieser Funktion herausfinden. Das heißt, die waagrechten und senkrechten Asymptoten. Und dann sollte man an den Punkt 1, f von 1 die Tangente anlegen und den Schnittpunkt dieser Tangente mit der x-Achse, also die Nullstelle dieser Tangente, bestimmen. Also haben wir zwei geteilte Aufgaben, erst die Asymptoten. Schauen wir uns diese Funktion an. Senkrechte Asymptote heißt Polstelle. Das heißt, wir müssen schauen, wo ist diese Funktion nicht definiert. Das heißt, wo wird der Nenner gleich 0? Weil der Nenner 0, das darf ja nicht vorkommen. In diesem Fall wird die Funktion nicht definiert. Also senkrechte Asymptote bestimme ich immer, indem ich den Nenner gleich 0 setze. In dem Fall wäre das x² gleich 0, folgt natürlich x gleich 0. Also ist x gleich 0 senkrechte Asymptote. So viel weiß ich also schon. Es fehlt noch die Frage nach einer waagrechten Asymptote oder nach einer schrägen Asymptote. Nun, um das zu bestimmen, muss ich schauen, wie verhält sich die Funktion für Werte, die nahe Plus oder Minus unendlich liegen. Das heißt, ich schaue mir mal an, die Funktion 1 minus 4x² durch x², was mit der passiert, wenn ich die gegen unendlich gehen lasse. Minus unendlich wäre in dem Fall das gleiche, weil hier steht überall x². Das heißt, ob da ein Minus steht, das wird sich auflösen. Das heißt, es reicht zum Schauen, ob das bei Plus unendlich was passiert. Nun, ich habe hier unten x², ich habe hier oben x². Das weist schon darauf hin, dass wir hier einen Wert bekommen. Die Strategie ist, ich klammere hier oben x² aus und dann würde ich nämlich den Bruchwert bekommen. Was muss ich tun, um bei x² ausgeklammert der 1 stehen zu bekommen, muss natürlich 1 durch x² hier stehen. Und aus 4x², wenn ich x² ausklammere, bleibt minus 4 übrig hier. Jetzt kürze ich hier die x² weg. Übrig bleibt 1 durch x² minus 4. Und wenn ich jetzt hier x gegen unendlich gehen lasse, 1 durch eine sehr große Zahl, das wird 0 hier. Übrig bleibt natürlich die minus 4. Also wissen wir, dass die minus 4 die waagrechte Asymptote der Funktion ist. Nämlich y gleich minus 4, weil meine waagrechte Gerade y gleich minus 4 als waagrechte Asymptote. Und natürlich im Fall für x gegen minus unendlich wäre die gleiche Asymptote ebenfalls gegeben. Schauen wir uns nun die Tangente an, die gefordert ist. Am Punkt 1 und f von 1. Das heißt, ich muss erstmal hier 1 einsetzen, um zu schauen, was für Koordinaten hat der Punkt. Also setze ich hier mal 1 ein. 1 minus 4 mal 1 ist Quadrat, also 1 minus 4 ist minus 3. Minus 3 durch 1 ist minus 3. Also ist der Punkt, an dem ich die Tangente anlegen möchte, 1 und minus 3. Wie bestimme ich jetzt Steigung und y-Achsenabschnitt der Tangente? Steigung ist klar, ich muss die Ableitung bestimmen. Und dadurch, dass ich dann die Ableitung habe am Punkt 1, weiß ich ganz genau, welche Steigung die Tangente haben muss. Also leite ich diese Funktion f von x ab. Nun, hier würde ich die Quotientregel anwenden. Ich habe hier einen Bruch stehen. Das heißt, u' mal v minus u mal v' durch v². Wobei hier in diesem Fall u der Zähler wäre. 1 minus 4x² und v wäre nur x², deren Ableitung u'. Wenn dann hier 1 fällt weg, minus 4x² abgeleitet wäre dann minus 8x. Und v' wäre dann x² abgeleitet 2x. Und jetzt kann ich dann die Quotientregel einsetzen. u' mal v minus 8x mal x² ist minus 8x hoch 3. Minus u mal v', also 1 minus 4x² mal 2x, geteilt durch v². Also geteilt durch x² ins Quadrat, geteilt durch x hoch 4 also. Das ist die erste Ableitung der Funktion.
Und jetzt muss ich ja, um die Steigung der Tangente zu bestimmen, den Wert 1 einsetzen in die erste Ableitung. Das heißt, f' von 1 setze ich hier mal 1 ein, minus 8 mal 1 hoch 3 ist minus 8, minus 1 minus 4 mal 1, also minus 3, mal 2 mal 1, also mal 2, geteilt durch 1 hoch 4 bleibt 1. Okay, das heißt, wir haben minus 8 minus minus 6, also minus 8 plus 6 wäre dann minus 2. Steigung ist also der Tangente entspricht minus 2. Jetzt fehlt uns noch der y-Achsenabschnitt der Tangente. Das heißt, wir haben ja die Gleichung y gleich mx plus b. Wir wissen jetzt m, aber es fehlt noch b. Das heißt, ich nehme einfach den Punkt, den wir schon kennen, nämlich 1 und minus 3, setze ihn für x und für y ein, dann fehlt das b und dann können wir es ausrechnen. Das heißt, y ist minus 3 gleich m, m ist minus 2, x ist 1 plus b. Also minus 3 ist minus 2 plus b, mache ich plus 2 und sehe dann b ist minus 1. Das heißt, ich habe unsere Tangente, nämlich die Tangente hat die gleichen y gleich minus 2x minus 1. Das ist die Tangente. Und jetzt wollen wir den Schnittpunkt der Tangente mit der x-Achse haben. Das heißt, die Nullstelle der Tangente. Setze ich hier also gleich 0. Minus 2x minus 1 gleich 0. Dann mache ich plus 1. Das heißt, es steht dann da, minus 2x gleich 1. Teile das durch minus 2. Und dann habe ich hier x gleich minus 1/2. Das heißt, der Schnittpunkt der Tangente mit der x-Achse liegt beim Punkt, nennen wir mal Q, minus 1/2 und 0. Schaut doch mal auf der Homepage www.lyrenda.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.